So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu... Nicht Geotastic, Worker and Resources. Ich hätte es beinahe falsch gemacht, weil ich sonst immer Geotastic sage. Wir sind hier an unserem schönen spanischen Platz und beginnen mit der Aufnahme. Wir haben sehr viel vor. Züge. Ja, das ist unser großes Ziel. Aber gerade waren die ganzen Forschungen fertig. Von daher können wir mal gucken, was wir da machen. Also Chemie fände ich wichtig, weil das sehr, sehr teuer ist. Dann Rundfunk, Flughäfen, fortgeschrittene Technik, Mülltrennungskampagne, Wiederverwertung, Kunstdünger, okay. Nehmen wir erstmal Kunstdünger und hier, die braucht eigentlich gar nichts mehr forschen. Da können wir sogar theoretisch sagen, nee, keine nicht. Aber hier sind echt viele Professoren drin, dass wir sagen, hier nur noch 10 Professoren rein. Das reicht uns ja. Und was wir noch brauchen, was ich nicht gebaut habe, hier aber, da würde ich einen extra Campus machen, weil für mich gehört das nicht zu einer klassischen Uni. Wir brauchen noch die Forschung vom... Hier, Zentrale der Kommunistischen Partei. Aber die ist ein bisschen größer. Eventuell bauen wir die aber hier hin. Aber dann ist die so außerhalb, nicht? Die muss schon schön zentral irgendwo hier dann hinkommen. So eingebaut in die Mitte oder sowas. Schade, dass die zu groß ist, sonst hätte ich die vielleicht hier hingesetzt. Aber da passt sie leider nicht mehr hin. Auch hier vom Bahnhof nicht. Gut, man könnte sie hinterm Bahnhof setzen, dann wäre sie relativ zentral. Ja, aber ich glaube, hier oder so später wird das schon ganz gut. Direkt am Bahnhof. Das passt schon. Die kann auch nochmal forschen. Ich meine, andererseits könnte man eine kleine bauen. Aber die sieht immer aus wie die UN. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich würde meinen, würde hier zu diesem Stil passen. Und ich werde den Gedanken nicht los, dass dieses Gebäude auch in Leipzig steht. Oder zumindest ein ganz ähnliches. Und zwar an irgendeinem Uni-Außengebäude. Aber okay. Fühle ich mich wenigstens fast wie zu Hause. Andere Aufgaben, die wir noch haben, bevor wir mit den Zügen loslegen, die haben hier gar keine Autos. Krankenwagen, welche holen wir denn? Geschwindigkeit, würde ich sagen. Nach Geschwindigkeit ist er hier der schnellste mit 90 oder er hier. Er wird bis 1991 hergestellt, er bis 98. Er sieht auch am meisten aus wie ein Krankenwagen, oder? So, 2800 holen wir, gönnen wir uns. Kostet 23.000. Was wir aber auch in diesem Krankenhaus haben, ist ein Hubschrauberlandeplatz. Jetzt ist so die Frage, 47 Passagiere, 28 Passagiere. Ich weiß gar nicht, wofür ich den bräuchte, weil in den meisten Fällen kann er doch wahrscheinlich gar nicht landen. Also wo sollte er landen? Ich habe ja keine Hubschrauberlandeplätze. Er wird ja nicht einfach losfliegen, jemanden von seinem Gebäude holen. Oder geht das? Ich würde den kleinsten hier nehmen. Was brauche ich hier, so ein 47 Dings? Der für 8 Leute reicht doch völlig. Für 20.000. Dann holen wir den. Und dann müsste der nämlich angeflogen kommen von der Grenze irgendwo. Schönes Wetter heute in unserer Republik. Oder steht der einfach nur nicht da drauf? Da, wo ist er? Okay, er ist noch außerhalb der Republik, deswegen kann ich nicht auf ihn ranzoomen. Da ist er. Jetzt kommt er. Hinterm Hügel. Oh, wie klein er ist. Das ist richtig Jurassic Park 2. Aber sowas von, oder? Jurassic Park 2 oder 3. Okay, er landet wirklich hier. Ich bin gespannt, ob er jemals zum Einsatz kommt. Oder da einfach nur auf dem Krankenhaus verweilen wird. Okay, wir können dem Krankenhaus aber mal 10 Leute geben.
Dann können hier mehr behandelt werden. Wir haben hier eine Schule. Da sind auch schon relativ viel drin. Müllcontainer sind überfüllt. Ja, da weiß ich nur noch nicht, wo der Müllcontainer hin soll. Okay, wir machen mal Pause. Die brauchen noch Treibstoff. Das ist ein kleines Problem, weil ich glaube, die hier, die hatten wir alle auf... Da sind schon 5 dran. Das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, die brauchen jetzt nicht so viel. Ich kann da durchaus ein 6. mit dazu nehmen. Jetzt für den Anfang erstmal noch. Und dort wird entladen. Und dann sagen wir 30% oder so. Die werden eh nicht leer fahren. Die meisten Sachen verbrauchen nichts. Die Polizei ein bisschen und die Krankenwagen ein bisschen. Aber nicht 30 Tonnen an Treibstoff. Das wäre sehr, sehr komisch. So. Aber die 7 ist falsch. Es muss nicht an der 7. Ich finde doof, warum sie das nicht eingebaut haben, dass man den Halt nicht verschieben kann. Also vielleicht geht das mit irgendeiner komischen Tastenkombi, die ich nicht kenne. Aber vom UI aus gibt das halt keine Möglichkeit. 7 ist ja natürlich die falsche Stelle. So. Sie fahren da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, ist eigentlich die richtige Stelle, nicht? Am Ende. Ah, ist echt weit unten dann. Weil die Fahrwege hier so komisch sind dann. War klar, dann fahren sie so und nicht so, sondern hier und da zurück. Naja, na gut. Dann möge es so sein. Oh, Müllcontainer ist überfüllt. Weil der hier nicht reicht. Der kommt leider auch nicht ran. Und wird auch nicht rankommen. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Eventuell, wenn wir hier einen Weg machen würden. Aber ich glaube, das ist nicht das hier. Ich mache den Weg mal kurz, spaßeshalber. Einfach nur, um mal zu gucken, ob es technisch denn gehen würde. Ach, da sind schon Wege, ne? Da kann er gar nicht so gut abgehen. So. Ne, seht ihr? Also selbst wenn ich mir Mühe gebe, wäre das kein Weg, der möglich wäre. Und daher brauche ich den auch gar nicht bauen. Was fehlt uns hier hinten noch? Da ist eine Kirche, da brauchen wir eigentlich nicht noch eine. Aber die Leute meckern eh. Also viele meckern über, konnte keine Kultur genießen. Jetzt gehen wir mal in Kultur rein. Wir analysieren das mal. Wir brauchen ja erstmal Bevölkerung, die zufrieden ist, um dann die Eisenbahn zu bauen. Ich will ja neue Stadtviertel bauen. Okay, das ist die Teilnahme, die interessiert mich nicht. Hier. So. Nicht die Teilnahme. Wo ist denn das andere? Hä? Da, das da interessiert mich. Grundsätzlich sind alle abgedeckt. Außer die hier hinten. Ah, die haben keine Kirche hier. Doch da. Da wohnt keiner. Okay. Das ist blöd zum Beispiel. Ich finde, die Abdeckung müsste allgemein angezeigt werden und nicht, wie die Personen, die da drin sind, eventuell abgedeckt sind. Aber die kommen hier ran. Ich glaube, die fahren halt alle zu dieser Kirche, weil ich sehe nur Leute hier drin. Und nicht in den anderen Kirchen. Oh doch, da ist mal einer drin. Ich frage mich trotzdem, warum die so voll ist und die anderen nicht, obwohl die viel, viel dichter liegen. Ich meine, klar, die wird von sehr vielen erreicht. Aber na gut. Hier, die kommen nicht hin, nicht wahr? Die haben keine Kirche oder so. Aber ich weiß nicht, ob die auch welche bräuchten. Die kriegen ja eine Sondererziehung. So, aber 1, 2, 3, 4 Kirchen. Hier kommt vielleicht noch eine hin. Und dann... Ja, vielleicht hier neben? Da wäre Platz für eine kleine Kirche. Machen wir doch das. Oder neben dem Krankenhaus, aber dann wäre das genau gegenüber, nicht? Schon sehr eng dann. Nee, da vielleicht nicht da eine Kirche. Hier wollten wir ja Hochhäuser bauen. Was brauchen die denn nochmal? Einen Kindergarten. Oh ja. Oh ja, die brauchen einen Kindergarten.
Vielleicht den passenden Kindergarten für die Schule. Aber direkt am Bahnhof nicht. So ein Stück weg vielleicht. Wäre vielleicht schöner. Neben dem Krankenhaus ist auch kein Platz für den, ne? Ja. Aber wer eigentlich Platz? Das ist der Kindergarten, der Krankenhauskindergarten. Warum nicht? Und hallo, Donöko! Hallo, Mitleidensgenosse, wieso leidest du? Warum nicht am Bahnhof? Kinder spielen gerne mit Zügen. Mit Zügen oder unter Zügen ist dann ein Unterschied. Ich vertraue unserer Bildung noch nicht genug. Schule haben wir, Kindergarten haben wir. Nahrung brauchen wir hier hinten und unbedingt ein Einkaufszentrum. Wenn wir hier viele Leute haben. Also hier muss ein Einkaufszentrum hin. Ich glaube sogar, hier ist perfekt, wenn hier der Bahnhof ist. Hier ein schönes Einkaufszentrum hin. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich habe nicht so viele runtergeladen. Haben wir ein schönes noch übrig? Oh doch, ich habe ein paar. Corner Market. Okay, der ist sehr klein. Noch ein Corner Market. Das ist irgendwie nur ein Stand. Keine Ahnung, was das ist. Ist anscheinend Street Shop. Breslau Shopping Mall? Ah, die Breslau Shopping Mall passt zu dem Gebäude. Das muss ich mir mal beim nächsten Mal merken. Die gehören zusammen, glaube ich. Kann das sein? Weil die beide so falsch geschnitten sind vom Knick her. Ja, ich glaube, so passen die schon echt gut aneinander. Kann man auf jeden Fall was Schönes bauen, denke ich. Wäre für die Ecke vielleicht aber auch nicht verkehrt. So, die große, die große haben wir gebaut. Das ist nur ein kleiner Shop. Was ist das? Das ist einfach nur so ein... Standard-Einkaufszentrum. Ja, kann man machen. Oder die hier. Commercial Building. Zentrum B1 Shop. Aber der hat keine Ladefläche. Das ist blöd. Ich glaube, sowas hier wird das eher. Ich mag das ganz große hier. Ah, würde aber passen, nicht? Weil mich das Game fertig macht, sagt Don Öko. Wer will sich Menüs und Einsteigerfreundlichkeit ausgedacht hat, ist echt... Ach, lassen wir das lieber. Naja, das Problem ist, glaube ich, wenn du das Spiel von Anfang an gespielt hast, dann sind die ganzen Sachen nach und nach reingekommen und du kanntest schon die Grundfunktion und hast dann die neuen gemacht. Wenn du jetzt einsteigst, hast du natürlich die Überfrachtung der Hölle. Deswegen schalte ein Feature nach dem anderen an, dann sind die Menüs auch nicht ganz so überfrachtet. Zum Beispiel allein hier die rote Leiste. Lebenserwartung der Gebäude fällt weg, wenn du Wartung aus hast. Müllabfuhr, Müllerzeugung fällt weg, wenn du Müll aus hast. Strom, okay, Strom würde ich anlassen. Aber solche Sachen fallen halt alle weg. Wasser fällt weg, wenn du Wasser weg hast. Und dann hast du schon viel reduziertere Ansichten, als du es vielleicht jetzt hättest und weniger Text, den du lesen musst. Ich weiß auch nicht, warum zum Beispiel Wasserverbrauch auch hier nicht mit einem kleinen Wassersymbol und dann 40 Kubikmeter dargestellt ist, so wie bei der Kleidung. Finde ich eigentlich ganz gut, weil es wahrscheinlich dann zu groß geworden wäre. Ja. Aber ja, das kann auch nicht beliefert werden, das Commercial Building, das auch nicht. Die fallen sowieso dann raus. Ja, also was sagt ihr? Lieber das Breslau-Ding? Was passt hier vom Styling halt nur so bedingt rein? Ist auch nicht so groß, ne? Das hier... Gut, hier in die Ecke könnte das. Dann würde es die Ecke ganz gut erklären. Und hier hinter Lieferung... Wartet mal, hier ist ja die Autobahn. Wenn wir das Shopping Center hier hinsetzen... Okay, die Ausfahrt ist da. Dann wäre hier eigentlich ein Shopping Center gar nicht verkehrt, denn hätten die eine exklusive Autobahnanfahrt. Vielleicht dann aber das Große doch eher.
Aber das würde komplett das Ding hier einnehmen. Aber dann wären die hier versorgt und die wir auf die Seite bauen wollen. Aber dann geht sonst nichts mehr hier hin. Das ist echt zu groß, glaube ich, fast für die Stelle. Ich meine, auch wenn ich es hier im Bau, sind die versorgt mit. Nur die hier nicht. Aber die sind so oder so nicht versorgt, auch wenn ich es den Meter hoch setze, nicht wahr? Vielleicht ein bisschen, aber hier muss eh was hin für die ganzen Leute. Wobei die von dem ja auch noch relativ abgedeckt sind. Aber nee, hier nicht mehr. Ja, dann lieber hier unten und dann bauen wir hier oben mittelgroßes hin oder so. Breslau-Ding, sagst du? Ich würde lieber nochmal ein Viertel mit dem Breslau-Ding da machen, wo es reinpasst. Hier haben wir so freistehende Gebäude. Aber das Ding ist ein bisschen zu groß, nicht? Wie groß ist denn das? Das ist ein bisschen kompakter. Ist zwar vom... Ich meine, ist vom Spiel. Ich finde es jetzt nicht so hübsch. Wäre halt cool, wenn das hier zwischenpassen würde. Wir gucken mal, das Breslau-Ding kann was? Da. 12 Tonnen Kleidung hat das nur. Wobei wir eigentlich... Ja doch, wenn wir es hier hinmachen. Und dann hat es ja eine Anbindung direkt. Und dann wird es ja die ganze Zeit beliefert. Aber ich würde hier wirklich Einwohner nur hinmachen. Don Öko sagt, Tank-LKW gekauft und alle Fahrzeuge liegen geblieben. Habe ich gemerkt, dass ich einen Bug hatte und der mit Bitumladung beim Kauf kam. Ja, hast du einen gebrauchten gekauft oder einen neuen? Hatte alles auf Pause beim Kauf und einstellen, konnte natürlich dann keinen Sprit mehr fahren. Du kannst die LKWs entleeren. Das geht. Aber gut, muss dir vorher einfallen, ja. Bis ich das geschnallt habe. Oder der LKW, die sich nicht mit der Kiesgrube verbinden lassen, wegen... Das weiß das Game selber nicht. Warum brauchst du LKW mit der Kiesgrube? Also, was willst du in der Kiesgrube denn machen mit einem LKW? Der... Den Schotter rausholen? Das geht, eigentlich schon. Also, wir haben Verbindung. Das geht, geht, geht. Muss man nur richtig machen. Wir haben jetzt zwar nur den Öltank, dass der befüllt wird, aber... Wüsste jetzt nicht, dass das ein Problem darstellt. Der war neu. Ja, das passiert. Also, manchmal hat man LKW, die so eine 0,01 Tonnen Ladung haben. Da weißt du halt, wie neu du die Wagen kriegst, nicht wahr? Aber das Problem hatte ich auch schon oft. Es passiert, wenn du nicht genau einstellst. Bei der Route. Warte, wo haben wir mal eine Route? Wo mehr als eine Sache sein könnte. Ja, ist ja egal. Wenn du hier bei der Route... Wenn ich das hier wegmache, dann lädt ihr auch Bitumen ein. Beladen, 100% von allem. Und wenn du kurz zu spät bist, während das läuft, dann hat er schon geladen. Deswegen gleich anklicken, dann lädt auch die anderen Sachen nicht. Das sind, glaube ich, die Sachen, die ärgerlich sind, die aber eigentlich logisch sind und die man eigentlich nur auch dann einmal falsch macht. Das ist der Stern. Ich wundere mich gerade, was hier so brennt. Bum, bum. Naja, die Kiesgrube braucht die LKW zum Werk zu fahren. Stimmt, du hast das Kleine wahrscheinlich ohne Lieferung. Die wollten sich nicht auf die Route setzen lassen. Halte ich für ein Gerücht. Video oder didn't happen. Nee, es gibt manchmal kleinere Bugs. Aber das wäre mir neu, dass... Also ich hatte noch nie bei der Routenzuweisung irgendwas. Außer ich habe sie selber verkackt. Okay. Ich bin immer noch nicht weiter mit den Einkaufszentren. Ich bin eigentlich mit allen Situationen unzufrieden. Ein ganz kleines wollen wir nicht. Ich meine, wir können auch den Corner Market hinsetzen.
Ah, der hat auch keine Belieferung, nicht? Ah. Den hier gibt es eine Belieferung. 45 Tonnen Kleider? Aber das ist für mich so ein Sheetmarkt, nicht? Der viel zu viel kann für seine Größe. Das finde ich nicht okay eigentlich. Wer würde ausnahmsweise sehr gut hier hinpassen. Okay, wir machen es erstmal so. Wir machen erstmal die Straße hier hinten hin. Oh, wollen wir da eine Durchgangsstraße überhaupt haben? Bin da unentschlossen. Bin da nicht so der Fan von. Wir können ja gucken. Wenn es mich nervt, dann nehmen wir es weg. So, dann kommt hier später nämlich die Autobahnverbindung ran. Oh, er hat da wieder einen Punkt erstellt. Kriegen wir auch weg. Sowas zum Beispiel, nicht? Manchmal fragt man sich, warum kriegt man das nicht ran? Ja, weil da schon so ein Punkt entstanden ist. Und warum springt der so? Na, wenn man H drückt und ranzoomt, dann sieht man manchmal, warum jetzt nicht? Eigentlich zeigt er die weißen Punkte auf der Straße. Achso, die sind grau. Die sieht man nicht. Und da sieht man nur, wo man ranflanschen kann. Also die haben halt einen gewissen Abstand. Hier sieht man sie. Und dann kann er natürlich nicht überall ran, sondern nur an dem Punkt und dazwischen halt nicht. Und das nervt mich tierisch. Das würde ich gerne abschalten können, dass das Free Movement ist komplett. Dann hätte das Spiel echt 10 von 10, ey. Oh, das geht auch sicher noch ein Stück höher. Ja, so. Forschung abgeschlossen. Wir können jetzt Chemikalien herstellen. Oh, also, das mit der Forschung ist auch echt schnell, nicht? Halbleiter, Rundfunk, fortgeschrittene Technik. Da haben wir auch schon gesagt, wir müssen sie ja gar nicht erforschen. Wahrscheinlich lernen wir nur Fachkräfte an, damit wir es in unserer Republik nutzen können. Es ist ja kein wirkliches Erforschen. Aber es geht halt wesentlich zu schnell. Okay, wir können halt auch das Standard-Einkaufszentrum nehmen. Weil das hätte nur Elektronik und Kleidung. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Ich möchte eigentlich nicht so ein Ding haben. Gibt es nicht noch einen mit nur Elektronik und Kleidung? Nee. Warum die immer gemischt sein müssen? Den hier oben, Zentrum-Shop. Aber die haben halt keine Anbindung. Dann könnten wir hier so einen kleinen Shop hinmachen. Wenn ich das zu weit weg mache, dann kommen die nicht ran. Der hat 7,5 Tonnen Kleidung, ist schon arg wenig. Also, so. Ich bin nicht 100% hiervon überzeugt, weil ich glaube, ich kriege nicht die Straßenladungsstation hin. Und ich will hier ja Wohnhäuser haben. Nee, ein Gebäude brennt. Ich bin da unsicher. Das müssen wir nochmal anders machen. Ich baue es hier hin. Das ist mir irgendwie sicherer. Da können wir dann das Große nehmen und dann das Gut. Da haben wir mehr Optionen nach hinten raus. Feuer gelöscht. Das will ich lesen. So, ich setze erstmal so hin. Boah, wie dicht ist denn das? Ich wollte noch eine Straße dazwischen ziehen. Das hat man aber jetzt nicht gesehen. Hä, das geht? Okay. I mean, maybe, okay. Ich ziehe das erstmal. Zu eng. Zack, ran. Okay. Ja, hier ist blöd, nicht? Das geht an den Schienen entlang und das andere an der Straße.
Aber ich glaube, ich orientiere mich dann lieber am Gebäude als wirklich an der, an den Schienen, weil die Schienen können ja auch noch rumgehen. Die haben wir jetzt noch nicht gebaut, die sind ja nur vorgeplant. Jetzt eine neue Map. Baudinge sind gebaut, erste Straßen angelegt und nun die Frage, was ich zuerst bauen soll. Dorf für die ersten Arbeiter oder eine kleine Industrie für Geld? Beides. Aber überleg mal. Helfen dir die Arbeiter, wenn sie unzufrieden sind und nicht arbeiten gehen? Andererseits hilft dir eine Fabrik, wenn du keine Arbeiter hast? Beide Fragen müssen hier mit einem starken Nein beantwortet werden. Okay, Einkaufszentrum geplant. So, aber es muss ja beliefert werden. Okay, das müssen wir also einplanen. Ich würde sagen, brauchen wir da Gabelstapler? Das reicht, wenn wir da das Lagerhaus haben, oder? Ich würde hier in der Stadt aber sagen, das wird jetzt mein größeres Lagerhaus. Vielleicht so eins hier. Oh, die Straße kommt da raus von dem. Oh, das ist blöd. Das muss ich nochmal spiegeln. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber wir müssen das Gebäude nochmal spiegeln. Dann kommt die Straße nämlich da raus. Okay, dann müssen wir das so drehen. Das könnte passen. Okay, dich müssen wir aber leider nochmal wegmachen. Da haben wir Mist gebaut. Ich hoffe, ihr könnt es da reinsetzen. Manchmal ist es so, wenn man es gebaut hat, nicht, dann... Dann lässt er einen das nicht mehr setzen, weil Überlagerung. Doch, geht genau noch dahin, wo es vorher hinging. Haben wir aber echt Maßarbeit geleistet vorher. Und die nach links und du nach gerade. Jetzt müssten die da ran. Okay, geht nicht. Also nochmal. Du. Ich würde sagen so. Ja. Auf jeden Fall war ich gefrustet. Ach, weißt du, wie oft ich schon gefrustet war in diesem Spiel? Das gehört dazu. Ich glaube, ohne geht es auch nicht. Und ohne wäre es, glaube ich, auch so ein bisschen langweilig. Das ist so ein bisschen Roguelite, nicht? Also, man muss fehlschlagen in dem Spiel, um Erfahrung zu sammeln. Und nur so lernt man das. So, können wir jetzt schon hier den Müllplatz irgendwo vorsehen? Also hier muss noch eine Straße rein in irgendeiner Weise. Ich würde das ungern an der anbinden, nicht? Und hier, das wäre mir zu eng. Das heißt, die Straße, die wir hier haben... die irgendwo dann hier hinten ranführt. Muss auch hier hinführen. Das heißt, hier, wir können auch hier eine Autobahnabfahrt nach da machen oder so. Das liegt halt, das ist halt der Nachteil, es liegt halt zentral. Und es wäre schon gut, es wäre eigentlich echt schon besser, wenn es da liegt. Und dann lieber hier Einwohner, oder? Andererseits haben wir hier die Servicegebäude jetzt schon. Ah, nee, dann kommen hier die Einwohner hin. Am Bahnhof. Ist auch okay. Es ist halt wirklich nur die Frage mit dieser Anbindung. So, wir brauchen ja auch noch eine Straßenladestation.
Und, oh, das habe ich fast vergessen. Das habe ich beim letzten Mal schon vergessen. Wir brauchen unbedingt ein Lagerhaus für Fleischlagerung. Und da reichen 75 Tonnen. Ah, und das Ding, okay. Ja, wir müssen es eh anders bauen. Alles klar. Geht so nicht. Wir brauchen das hier. Du siehst, auch ich muss ständig noch anfangen. Genau wie normaler Mensch auch ständig noch anfangen muss. Hallo, normaler Mensch. Hallöchen. So, und da... Da muss jetzt das Lager ran. Könnte auch gleich die Straßenladestation da noch anschließen. Würden wir es denn dem bauen? Okay, wartet mal. Anders. Jetzt hätte ich gern diesen Schiebemodus, nicht? Wo man alles sich hinsetzt und dann schieben kann. Jetzt muss ich immer abreißen, hinsetzen, abreißen, hinsetzen, abreißen, hinsetzen. Okay, wie machen wir's? Also von hier gehen wir in die beiden Lager, würde ich sagen, direkt ab. So, das Lager kann hier hin. Okay, würde passen. Und das Lager kann auf die Seite. Würde passen. Machen wir es erstmal so. Mal einfach erstmal. Okay. Ich brauche auch nicht ein ganz so großes Lager. Komm, wir nehmen ein bisschen kleineres Lager. Das reicht völlig für die Versorgung hier in der näheren Umgebung. Können wir es nämlich ein bisschen kompakter halten. Das andere wäre doch schon ein bisschen übertrieben. So. Okay. Jetzt wieder eine Teilung. Und jetzt muss einmal der hier ran. Den ich hier hinsetzen kann. Ja, ich glaube, so ist gut. Und dann eine Straßenladestation. Das Spiel hat bestimmt einen Ebbe-Noob entwickelt, weil der OK-Button rechts ist. Ich glaube, das hat eher was mit der Sprache zu tun, in der es entwickelt wurde. Weil es ist ja nicht Deutsch und Englisch, sondern wahrscheinlich eher Kyrillisch. Und wahrscheinlich haben die andere Leserichtung oder eine andere Nomenklatur, wie Sachen aufgebaut sind. Also wie im Chinesischen Sachen eher von oben nach unten verlaufen und von rechts nach links oder sowas. Hubschrauber-Landeplatz klingt auch verlockend gerade, aber will ich nicht bauen. Straßenladestation. Wir bauen eine 6er. Weil ich weiß, beim letzten Mal, als ich eine kleine gebaut habe, war das schon echt schlecht und wenig. Die ist natürlich jetzt riesig. Würde aber genau hier hinpassen. So, dann müssten die Schienen da drum rumführen, aber die Schienen sollen ja eh nach rechts führen, ne? So mittig. Das wäre okay. Ich glaube, da kommen wir rum. Sollte auch lang genug sein, hier so einen Schlenker einzubauen. Wir können das natürlich auch ein Stück nach links versetzen. Dann kriegen wir noch einen weniger kleineren Schlenker hin. Müssen wir nur gucken... Wie viel macht er hier mit? So viel. Ich könnte ihn drehen, ich weiß, aber das will ich jetzt auch nicht machen.
Ich fände zum Beispiel cool, wenn Gebäude, die eng aneinander stehen, gemeinsam anfangen zu brennen. Dann würde man das so, wie ich es baue, vielleicht auch gar nicht bauen. Ich glaube, so ist gut. Dann ist es nicht so weit, nicht? Da kommen wir fast so dran vorbei. Super. So, da müssen wir gucken, wie wir weitergehen. Und jetzt müssen wir hier die Straßen einmal einziehen. Ich meine, das ist eh ein gesondertes Gelände, nicht wahr? Mitten in der Stadt. Für die Versorgung. Ach du Kacke. Wer hat denn da nicht richtig gebaut? Okay, aber mit der Straße kommt die Schiene ja eh nicht darüber. Die habe ich vergessen. Das heißt, das da könnte eh nicht aneinander stehen. Okay, wartet. Okay, wir müssen alles ein Stück nach links shiften. Und dann kann deine Straße nach oben gehen, dann haben wir das Problem nämlich nicht. Oh, da ist eine Straße übrig geblieben. Ich wundere mich gerade, hä, warum darf ich das da nicht hinsetzen? Aber ich darf! Oh, der hat aber nur da den Ausgang. I see, I see, son, I must leave. Außerirdischer Strahl, Fitz. Machen wir den so. Kriegen wir den nämlich vielleicht irgendwie so hin? Könnte passen. Das ist gut. Den könnte man doch sicher noch einen Millimeter. Besser. Na? Ja. Wenn wir es drehen, dann kriegen wir die Straßenladestation nicht mehr hin. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Das will uns nicht. Das mag uns nicht. Mal gucken, ob was manuell geht. Geht. Ja, okay, dann lassen wir es so. Nenn die Straßenladestation. Ding-si-dong-si. Kling-si-vlong-si. Geht nicht. Gibt's nicht. Blöd. Blöd. So. Das ist, glaube ich, okay. Besser. Spannend, wie wir hier rumkommen werden. Wenn man so enge Kurven lässt, dann kommt man nämlich nicht mehr rum. Ich wollte hier nur mal zeigen, dass man das nicht so eng bauen sollte. Wenn man sonst in die Bounding Box rennt. Okay, wartet. Wir müssen hier ankommen. Und dann kommen wir nämlich hier rum. Winkel 85 klingt vernünftig. Das ist zu lang für ihn schon. Okay. Aber man muss wirklich sagen, ich meine, wie viele Staffeln haben wir gebraucht? 6, nicht? Um was halbwegs Vernünftiges hinzukriegen.
Um zu wissen, wie ein Großteil der Mechaniken funktioniert. Das ist halt nicht mal eben... Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie Victoria 3 oder wie heißt das andere da? Wo man halt wirklich auch Lust haben muss, sich einzuarbeiten. Weil man sonst einfach gnadenlos verloren ist. So, dann haben die sogar ihre eigene Anbindung. Und ihr auch. So. Das heißt, wir haben eine Straßenladestation, wir haben Gabelstapler, die das verteilen und in den Laden bringen. Wir könnten hier natürlich jetzt einen zweiten Laden vorsehen. Das Problem ist, sowas wie Alkohol lohnt sich nicht. Aber wir werden den Alkohol hier natürlich hinliefern lassen. Auch wenn es am Anfang erstmal länger wirkt. Es ist später auf jeden Fall ein Gewinn, das von hier sternförmig zu verteilen, wenn hier unsere Fabriken stehen. Müssen wir nicht mal von da oben gurken, sondern kommen von hier runter, von der Autobahn, fahren hier ab, liefern das hier hin und dann geht's von hier an die drei Dinger. Passt doch. Ich hätte es gern an der Autobahn gehabt, aber man sieht, was das für eine Fläche einnimmt. Selbst mit einem kleineren Laden, das Ding hätte ich nirgendwo hier zwischengekriegt. Das kann nur zentral und mittig sein. Ist aber auch vielleicht nicht schlecht, weil wenn die Stadt hier unten wieder größer wird, und das ist genau mittig. Vielleicht machen wir hier auch nur einen Bauernhof hin. Erstmal. Wobei das natürlich effizienztechnisch... Obwohl, doch. Ein Bauernhof nur für Korn. Oder zwei kleine Bauernhöfe nur für Korn, die dann für die Kleidung benutzt werden. Und die Nahrungsdinger machen wir hier hinten hin. Ich meine, die Fabriken können ja hier hin mit einer Schiene. Zwei verbundene Häuser einfach. Könnte man natürlich auch machen. Ich meine, die Züge fahren eh bis hier ran. Das haben wir ja vorgesehen. Also die würden hier eh lang fahren. Vielleicht auch lieber so. Okay. Komm hier nicht gerade ran, weil das zu eng ist. That's a problem. Machen wir es so. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir könnten hier das nochmal wegnehmen. Dann können wir es sogar, glaube ich, gerade machen. Das ist eh schief. Wartet, da ist wieder ein Verbindungspunkt. So, weg. Dann wird es gerade. Dann wird das gerade. Und dann passt doch. Okay, ich würde sagen, let's go, ihr dürft das hier bauen. Da werden sie losjuckeln. Haben die hier hinten Strom? Wo ist das letzte Stromding? Da finde ich immer diese Ansicht echt geil. Und das Praktische an dieser Ansicht, ihr könnt hier Overlay immer anmachen. Gebäude mit Netzwerkverbindung. Und dann seht ihr immer die Gebäude die ganze Zeit. Und dann könnt ihr nämlich gucken, die gehen nämlich nur von hier. Ah, hier ist eins. Ja, das heißt, hier brauchen wir wieder eins. Dann ist das doch das perfekte Gelände, wo ein Stromverteiler ran kann. Von da hinten fände ich jetzt aber schon echt schwierig bis hier runter. Weil hier gibt es halt noch keinen Strom. Achso, und wir müssen natürlich runtergehen. Ich meine, der hat hier noch ein bisschen was frei. So, 9 Meter runter. Andere Infrastruktur ist im Weg. Was? Der Tunnel. Oh, der Tunnel könnte im Weg sein. Der Autobahntunnel. Ein Gebäude brennt. Nein! Welches Gebäude brennt? Oh, das Gefängnis schon wieder. Haben die wieder ihre dreckigen Unterhosen angelegt?
Was sollen die doch nicht machen? Wer hat ihnen gesagt, ihre Unterhosen anzuzünden? Ich sollte die Straße abreißen. Dann sollen sie mal sehen, wie ihnen klar, wenn wer ihnen hilft. Niemand. Doch, da kommt die Feuerwehr. Wollte gerade sagen, hilft hier wirklich keiner? Inzwischen ist das Feuer doch sehr groß. Ich hab's doch nur so daher gesagt. Natürlich müsst ihr sie retten. Wir sind schon ganz grün. Sehr schön. Unsere fleißigen Feuerwehrleute haben sie gerettet. Das war jetzt das Overlay die ganze Zeit an ist. $6.181.000. Letzten Monat, diesen Monat 225.000 eingenommen. Letzten Monat auch nur 181.000, weil wir 43.000 in Fahrzeugen gelassen haben. Stromkabel waren wir gerade dabei. Das werde ich noch ziehen. Und dann planen wir weiter. So, können wir irgendwie... höher oder tiefer? Wahrscheinlich müssen wir tiefer gehen. Ja, das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Aber der Tunnel ist 18 oder so tief. Wenn ich jetzt hier auf 15 gehe, dürfte das nicht besser werden. Doch. Ja, dann ist er nicht mehr 15 tief. Mein, kostet ein bisschen Kies mehr. Sonst nix. Kies ist gratis. Dann können wir es auch 18 tief machen. Oder war es jetzt 15? 18 oder 15? Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Hoffentlich ist es jetzt nicht so tief, dass es irgendwann dann eine U-Bahn beeinträchtigt. Aber gefällt mir so nicht. Da ist der Knick, der mir nicht gefällt. Das müssen wir nochmal neu machen. Das ist halt so lang, dass man es schwer auch sieht. Ah, machen wir so direkt. Ah, da geht der hoch. Sonst würde es nämlich nicht klappen. Alles klar. Okay, dann können wir das Overlay auch wieder ausschalten. Muss ja nicht immer an sein. Und dann schließen wir die Baustraße an. Wir brauchen ja auch noch Baubüros. Wir haben da hinten, wir haben da und da. Das heißt, hier fehlt auf jeden Fall Baubüro. Ich würde die jetzt einfach hier an die Autobahn zimmern. Gegenüber davon. Vielleicht hier einfach so die Reihe rum. In diese Straße. Ja, ja, die Straße kann ich, weil da fährt Auto. Ich weiß. Dann... weil dann verlieren wir den wenigsten Platz so effektiv. Und die sind relativ zentral. So. Wir könnten größere bauen, aber ich finde die kleinen eigentlich sehr smart. Und dann einzeln. Da bauen wir hier einfach... ich weiß es nicht. Die großen sind insofern halt ganz gut, weil man die Transporter mit für die einzelnen kleinen Wagen hat. Vielleicht bauen wir hier mal zwei große hin. Wir müssen mal aufpassen, wir wollen ja Schienen hier auch noch langziehen, aber hier würden wir eine Schiene nicht stören. Und hier hoffentlich auch nicht. Lassen wir einfach ein bisschen Platz zwischen den beiden. Und die kriegen direkt eine
Kiesstraße natürlich. Und von hier geht direkt noch eine Sandstraße ab. So, ich würde sagen, ich habe jetzt wieder überzogen. Ich habe nicht vergessen, dass die Folge schon zu Ende war. Aber das sieht doch nach einem Plan aus. Jetzt ist so die Sache, die kommen natürlich da nicht rum, solange da gebaut wird. Deswegen machen wir es so und sehen uns in der nächsten Folge wieder.